Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spyro the Dragon. So, ich muss kurz meinen Lautstärke im Headset anpassen. So. Jo, da sind wir wieder. Gestern müsste es gewesen sein. Haben wir also ja die erste Heimatwelt von Spyro abgeschlossen, nämlich die Artisans. Und haben ja uns mit dem Boss Toasty angelegt, den erledigt. Und wir haben das jetzt in die neue Welt, die Peacekeepers, geflogen, die zweite Heimatwelt. Haben dort den ersten Drachen befreit, um schon mal zu speichern. Und jetzt wollen wir mal auf, ja, die Peacekeepers, besetzt von Norks, von ganz vielen Norks, von Nasty Nork, von Soldaten, die nicht so bekloppt sind wie eine Artiswelt. Hier sehen wir schon einen marschieren. Und ich glaube, wir fangen die Jagd mal an. Und ab geht's! Oh Gott, okay, so nicht. Und da ist der Erste, der will schon Alarm schlagen. Und jetzt schauen wir mal hier raus. Da, sie haben uns schon gesehen. Er kommt jetzt auch auf uns zu. So, und dann... Oh, der andere schießt gleich auf uns. Oh, den haben wir erwischt, jawohl. Also sehr alte Wüstenwelt, mehr... Keine Ahnung, wie man das nennen kann. Jedenfalls, und hier ist kein Wasser, das ist echt ja richtiger Sumpf hier. So, hier diese kleinen, ja, Hirschchen, oder was sind das? Nicht? Hasen, okay. Die hier dann... Also quasi Wilder Westen ist das hier, kann man sagen. So, ich finde das cool, wie die sterben. Na... So, hier wir auch schon die erste, das erste Level, das erste Tor, der Dry Canyon, nicht der Grand Canyon, sondern der trockene Canyon. Ja gut, wir schließen natürlich erstmal die Heimatwelt ab, wie immer. So, hier haben wir die nächsten Idioten. Ich finde echt cool, wie die sich unter die Zelte verstecken. Da, schaut es mal an. So, jetzt fangen wir mal das Zelt ab hier. Okay, der kackt in die Hosen. Und er zeigt uns den Hintern. Und den machen wir natürlich Feuer unterm Hintern. Und der genauso. Ich glaube, den nächsten Rahmen wir hören in den Arsch. So, hier einen einsammeln. Da einen Sack. Was haben wir hier? Für Clifftown. Ah, ja. Auch die verschwinden wir. Die haben Schiss ohne Ende, diese Vögel. So. So, okay. Den rammen wir jetzt mal schön die Hörner in den Arsch. So, hier sind noch zwei Buben. Der kriegt die Kanare nicht. So, da haben wir auch schon wieder einen Drachen und den nächsten Ballonfahrer, der uns entweder in die Artisanwelt zurückbringt oder zur nächsten Heimatwelt bringen wird. Er wird uns auch gleich sagen, was wir dafür tun müssen. So, da haben wir wieder ein Leben. 8 an der Zahl. Ach ja, wir haben ja letztens einen verloren. So, Gosnold, der Ballonfahrer. Die Welt der Magic Craft, das ist weit entfernt und sehr gefährlich. Wenn du 1200 geraubte Juwelen findest, weise ich dir den Weg. Oh, jetzt können wir entweder in die Artisans oder hier bleiben. Also die nächste Heimatwelt wäre die Magic Craft, dass wir mit 1200 Edelsteine haben. Dann sind wir, kommen, das sollten wir schnell erreichen, aber wir lösen natürlich, wie gesagt, wieder erst alle Level hier. Ja, den Drachen sollten wir auch mal befreien, ne? Magnus. Hi, Spyro. Sparks, die Libelle hat dich gut beschützt. Füttere sie so oft wie möglich mit Schmetterlingen, um sie bei Kräften zu halten. Aber immer doch. 18 Drachen jetzt also, so hier unten jetzt auch noch runter. Eiskavern, also das ist wirklich eine Eiswelt. Ich mag eigentlich immer gerne Eiswelt, vor allem bei Crash Bandicoot damals. Aber bei Spyro, okay, ist sehr rutschig da, wirklich. Hier holen wir noch die Edelsteine. Wie viel gibt es hier eigentlich? 200? Und auch drei Drachen gibt es hier. Dr. Champ, also das ist hier das nächste Boss-Level. Dort können wir auch sofort rein, schon. So, dann können wir uns hier auch mal in die Knarre stellen und hoffentlich mal abschießen. So, genau. Anzünden und dann schießt die Knarre und dann haben wir halt natürlich eine Kiste, die wir auch nur so kaputt kriegen würden. Und natürlich hier ist eine Zielscheibe drauf, logisch, dass man da einfach nur anschießen muss, ne? So, ein Edelstein fehlt noch. Eine Kiste, meine ich, eine Edelsteinkiste, die war hier vorne gleich. So. Das haben wir schon mal geschafft. Was natürlich nicht schwer war.
Naja, Wilder West kann man ja auch nicht richtig sagen. Ist ja eigentlich hier eher mehr. So aller. Ja, wie sagt man dazu? Eine Welt aller. Ja, Canyon halt, ne? So. Ich werde meinen Laptop in die Ladedose stecken, Leute. Einen Moment bitte. Dass ich sowas immer während der Aufnahme machen muss. Ach ja, ich bin so schlau. So, Steckdose ist gefunden. Jetzt, da ist er drin. Jetzt müsste mein Laptop eigentlich am Laden sein. So. Also jetzt kann es weitergehen. Judith Spyro guckt sich schon um. So, jetzt sind wir hier. Da geht's. Ja, dann geht's in so ein komisches Fluglevel. Im zweiten Teil hieß die Dinger Rennstrecken. Genauso wie auch im dritten, da hieß die auch Rennstrecken. Dahinter ist nichts mehr, also die mache ich wirklich nicht gerne, so eine Welten. Aber vor allem im ersten Teil sind die richtig eklig. Aber was soll man machen, ne? So, hier kommt man nicht wirklich weit. Da hinten ist noch ein Drache, da werden wir uns mal gleich umsehen. Und ein Eierdieb haben wir da auch schon wieder. Und ein Schlüssel, wie es aussieht. Das, was wir hier zuerst her sind. Also, wir nehmen uns erstmal den Drachen vor hier. Gunnar oder Gunnar. Gute Arbeit, Spyro. Mach so weiter und du wirst deine Bestimmung erfüllen. Bestimmung? Ich trete lieber ein paar Leuten in den... Kill einfach alle Feinde und finde die Schätze. Oha, da ist er, ist Spyro gleich mal ganz schnell ins Wort gefallen. Kill einfach deine Feinde und finde die Schätze. Jawohl, dann sind wir ins Wasser gefallen. Und da haben wir den Typen auch schon geholt. So, einen Schlüssel haben wir auch. Edelstein nicht vergessen. So, jetzt sollten wir wieder einen Hasen finden hier. Haben wir hier einen falschen Hasen? Da, heute gibt es falschen Hasen zu essen. Oh, billiger Witz, ich weiß. Da haben wir wieder goldene Libelle und jetzt sollten wir mal da hinten rüber fliegen. Dort erwartet uns sicherlich auch noch versteckte Schätze, genau so ist es. Diese Dinger sind eigentlich recht cool. Ich weiß nicht, warum es die in den anderen Teilen nicht mehr gab. So, Schlüssel. Und damit dürften wir alles haben, wenn mich nicht alles täuscht. So ist es. Damit haben wir die Welt abgeschlossen und gerade mal 7 Minuten. Heißt, wir können uns ja mal an irgendeinem Level versuchen. Die Level hier sind schon etwas länger und zeitaufwendiger in den Peacekeeper-Welten. Also deswegen würde ich vorschlagen, welches Level wir machen würden, sollten... Wäre dann vielleicht doch das Fluglevel, woran man sich ja mal versuchen kann. Vor allem ich, ne? Night Flight, ab in den Nachtflug. Oh Gott, was tue ich mir da bloß an? Was zum Donner tue ich mir da bloß an? Naja, mal gucken. So, ach, geht gleich los. Also ich kriege immer noch Sekunden dazu. Immer so fliegen, wie man es so erkennt. Also hier kommt anscheinend als nächstes diese Kisten. Okay, das wird jetzt schwierig. Da haben wir schon verkackt. Da haben wir schon verkackt und ich komme auch nicht mehr raus. Schade. Also, wie gesagt, also dieses Fliegen ist auch sehr schwierig. Da muss man sich noch sehr konzentrieren bei. So, da haben wir das schon mal geschafft. So ist gemein gemacht hier. Das erste so ein ganz tiefer und dann so ein einer, der so hoch ist, kommt. Da haben wir die nächsten, jawohl. Haben wir gut gelöst gekriegt, ne? Oh, fliegen, voll fliegen. Sehr gut. Sehr gut, das sieht gut aus. Zack, und dann kommt da noch ein dritter. Oder ein achter, wo eher, ne? Das haben wir auch geschafft. So, und jetzt kommen diese komischen Bögen. 2 Sekunden gibt es dafür immer. Ja, das sieht doch noch recht gut aus. Hauptsache, wir kriegen diese komischen Leuchttürme auch noch geholt. So. Zack, da fängt es an mit den Leuchttürmen. Und hier muss... Ach du großer Gott. Wo ist der nächste Leuchtturm? Da. Na, Gott, das wird ganz knapp, Leute. Das wird ganz, ganz knapp. 3 Stück noch. Eieiei. 2 Sekunden dazu noch. Oh, das ist schon vorbei. Hä? Das habe ich nur gar nicht gesehen. Verdammt.
Verdammt, verdammt, verdammt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. So, also noch besser machen. Hier kann schon die Zeit gut drauf gehen. Level. Ich habe auch gar keinen letzten Leuchtturm mehr gesehen. Ne? Ich weiß ja nicht, dass ich zwischendurch einen übersehen habe. So, das haben wir auch gut noch gelöst bekommen. Oh Gott. So, dann hier. Diese nette Kiste. Nächste Kiste. Und dann geht's wieder an die Bögen ran. So. Zack. Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht viel reden, da muss man sich echt drauf konzentrieren. Oh, siehste? Siehste? Da hab ich's verkackt schon. Verdammt. Ich muss es gesagt. Bam, 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 bam. Ich weiß, ist vielleicht nervig, aber mich entspannt. ja. Sehr gut. Ist sowieso schwierig mit den Richtungstasten das zu machen. Also das ist sowieso ungewohnt. Da muss ich erst wieder gewöhnen. Ich weiß, das ist billige Ausrede, aber ist so. Man spielt immer sonst nur mit den Analog-Tasten, Analog-Joysticks. Ich glaube, wir sind jetzt schon schlechter in der Zeit als vorhin. Und den vergessen wir diesmal nicht. Nein, nein. So. Leuchtturm. 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 Haben wir ihn übersehen? Verdammt, ich glaube, das war der Fehler eben. Das war eben der Fehler. Das war ein ganz bitterer Fehler, was ich da gemacht habe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ein paar Sekunden gekriegt. Komm, 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 da unten ist der letzte. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Und wir haben ihn noch geholt. Da ist es, jawohl. Wir haben es geschafft. Neuer Versuch. Nein. Jawohl. Wir haben das Level geschafft. Oh mein Gott. Moment mal, gab es da echt bloß 300 Edelsteine? So, jetzt könnten wir nicht schon die Magic Craft das Welt reisen. Machen wir aber natürlich nicht. Haben wir das echt? Ja, wir haben es. Gut. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So, aber es lohnt sich wirklich nicht wirklich noch ein neues Level anzufangen, oder? Das können wir schon wieder Massenmorde begehen hier. Oh Gott, ich bin hier noch jugendanstößig hier. So, und den ganz alleine hier, den kriegen wir natürlich auch noch. So, das Level haben wir mal aufgeräumt. Den Vogel kriegen wir natürlich auch noch. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal alle... Oh, die haben sich wieder in die Zelten versteckt. Kriegen wir ein Leben jetzt hier? Na gut, ein bisschen dauert es da vielleicht noch. Ich bin gerade überlegen, welches Level hier noch recht schnell zu machen ist. Das Eislevel auf keinen Fall. Obwohl keins hier wirklich schnell zu machen ist. Aber dann überziehe ich halt einfach. Das ist halt ein Wochenendprojekt, da kann man ruhig mal überziehen. Ich habe auch keinen Bock, jetzt schon aufzuhören mit der Aufnahme-Session. Und deswegen machen wir jetzt hier... Ach, da ist er. Den Dry Canyon einfach. Habe ich mir dafür entschlossen, wir machen jetzt einfach den Dry Canyon. Wir machen den Dry Canyon, oder? Das machen wir doch in der nächsten Folge, Leute. Bis dann!